wie wir uns nach den Prioritäten richten, können wir etwas sehr Großes erreichen. Wir können uns aber auch sehr klein halten. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Mittwoch. Das heißt, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das mich schon sehr lange beschäftigt und ich finde es extrem interessant. Ich habe es schon öfter in einigen Podcasts gehört, aber auch in einigen Büchern gelesen. Und dieses Thema beschäftigt mich und ich möchte es euch quasi als Gedankenstütze so ein bisschen geben, dass man mal ein bisschen über das Thema nachdenkt und ihr werdet sehen, dass ihr euch damit mehr identifizieren könnt, als ihr vielleicht jetzt gerade denkt. Worum geht es überhaupt? Es geht im Grundkern darum, Prioritäten zu setzen. Und wir alle haben in unserem Leben automatisch Prioritäten. Das heißt, Dinge sind uns auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite sind uns andere Dinge noch wichtiger und je nachdem richten wir unsere Prioritäten aus. Wenn wir jetzt mal nachdenken, ist es meistens so, dass eine Extreme immer auf der Gegenseite, also einen extremen Bereich, den wir extrem gerne ausleben, auf der anderen Seite einen extremen Nachteil oder etwas Negatives mit sich bringt. Ganz oft ist es die Zeit, oft ist es aber auch Geld. Was will ich euch damit sagen? Ich gebe euch mal zwei kleine Beispiele. Beispielsweise Familie. Es ist mega schön, viel Zeit mit der Familie zu bringen und meiner Meinung nach auch wichtig. Und als Familie zähle ich jetzt auch den Partner oder die Partnerin einfach mal mit dazu. Es ist cool und auch wichtig, viel Zeit mit seinem Partner und der Familie zu verbringen. Allerdings setzt man diese Priorität an eine so hohe Stelle, dass man nichts mehr mit anderen Leuten macht, mit seinen damaligen Freunden oder mit seinen jetzigen Freunden und das zu hart vernachlässigt, entstehen dort sehr viele Nachteile. Man verliert diese Freunde, man verliert den Kontakt und die Beziehung zu diesen Leuten und auch das Vertrauen. Weil wenn ihr, ich denke, das haben wir fast alle schon miterlebt, ein Freund, der in eine Beziehung geht und sich auf einmal nie wieder meldet. Und sowas entsteht teilweise bei besten Freunden. Und das ist meiner Meinung nach etwas, worüber wir alle mal nachdenken sollten, gerade wenn man in diese Position kommt, ob man das wirklich möchte. Es ist normal und auch verständlich, wenn man frisch in einer Beziehung ist, sich erstmal mehr mit dem Partner zu beschäftigen, mehr Zeit mit dem zu verbringen als mit den anderen oder mit seinen eigenen Freunden. Aber man sollte da meiner Meinung nach ein gesundes Mittelmaß finden. Und ich sehe viele Leute, die auch über einen längeren Zeitraum sich von den eigenen Freunden abschotten und immer mehr zu dieser Person hinwandern. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann auch jeder so machen, wie er möchte. Ich möchte da nichts und niemandem irgendwas unterstellen. Aber meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, Freundschaft zu pflegen und auch mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben und nicht nur in schweren Zeiten sich bei denen auszuheulen. Weil das sehe ich leider viel, viel zu oft. Ein anderes Ding ist beispielsweise Zocken. Zocken macht uns allen oder den meisten von uns Spaß. Was machen wir beim Zocken? Wir investieren Stunden und Stunden in einige Videospiele, haben am Endeffekt ein paar Level, die wir höher sind. Da können wir vielleicht vor unseren Kollegen mit angeben, die einige von uns vielleicht. Aber im Endeffekt haben wir nichts geschaffen, außer Zeit übersprungen, beziehungsweise Zeit mit Endorphin oder positiven Glückshormonen eventuell auszunutzen. Ist nicht immer so. Ich meine, wie viel Geld werden in einige Spiele investiert, wo man sich extrem aufregt. Aber wie viele Spiele, wo regt man sich auch so alleine schon auf? Ich denke, da gibt es genug. Da brauche ich jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, aber ihr werdet merken, okay, wenn ich extrem viel Zeit ins Spiel investiere, fehlt mir da irgendwas. Bin ich ein extrem sparsamer Mensch? Wenn ich gar kein Geld für mal ins Essen gehen ausgebe, wenn ich nicht mal mit meinen Freunden bowlen oder kegeln gehe, wenn ich mir keine Konsole oder kein Spiel kaufe, um mit meinen Leuten ein bisschen zu spielen, bin ich sehr sparsam. Dann habe ich vielleicht viel Geld, auf der einen Seite eine sehr hohe Priorität Geld und auf der anderen Seite vernachlässige ich wieder meine Freunde, beziehungsweise meine Bekannte, beziehungsweise mich selber, weil eine Menge Geld investiert man auch in sich selber. Kann sein, dass ich 20.000 auf dem Konto habe und ein 500-Euro-Auto fahre. Dann werde ich jeden Morgen in dieses Auto einsteigen, werde denken, Alter, was eine Kotze. Ich habe zwar das Geld auf dem Konto, dann denke ich so, oh ja, Mann, richtig geil. Aber was bringt es dir, wenn du unglücklich bist und dann, nur wenn du auf dein Konto guckst, viel Geld hast? Man sollte da meiner Meinung nach, ich rede ja auch viel über Finanzen, man sollte meiner Meinung nach immer ein gesundes Mittelmaß finden. Egal ob es Freundschaft, Beziehung, Geld, Zocken, Gym, was auch immer ist. Gym genau das Gleiche. Klar kann ich sagen, okay, möchte ich jetzt unbedingt 1,5 Stunden, 6-mal die Woche investieren, um meinen Körper fit zu halten? Muss ich nicht. Es reicht, wenn du 2 oder 3-mal die Woche ins Gym gehst für 1,5 Stunden. Und ich schwöre es, niemand kann sagen, dass er keine 2 Stunden Zeit hat, um diese Zeit ins Gym zu gehen. Das ist alles eine Sache der Prioritäten, was auch dieses Oberthema quasi ist. Es ist eine Sache der Prioritäten. Und je nachdem, wie wir unsere Prioritäten setzen, wie wir uns nach den Prioritäten richten, können wir etwas sehr Großes erreichen. Wir können uns aber auch sehr klein halten. Und so muss man sich immer ein bisschen daran leiten, was man wirklich möchte.
Ich bitte euch einfach mal drüber nachzudenken, was wollt ihr? Wo wollt ihr in 5 Jahren stehen? Wo wollt ihr in 3 Jahren stehen? Was wollt ihr erreichen? Und dann mal überlegen, sind meine Prioritäten, sind meine Ziele wirklich danach gerichtet? Ich zocke 6 Stunden am Tag und gehe 1 Stunde ins Gym, einmal die Woche. Macht das wirklich Sinn? Bringt mich das zu dem Ziel, was ich erreichen möchte? Und ich verspreche euch, ihr sollt auf gar keinen Fall aufhören, komplett zu zocken oder eure Hobbys, die einfach nur Spaß machen, aber vielleicht negativ sind, aufzugeben. Genauso feiern gehen. Klar, es kostet eine Menge Kohle, es ist ungesund für deinen Körper, wenn du was trinkst. Du bist wahrscheinlich stundenlang unterwegs abends, wahrscheinlich erkältet man sich sogar noch, gerade zu dieser Jahreszeit. Es ist aber eine Spaßaktion. Sowas sollte man sich definitiv gönnen. Aber man soll sich immer im Kopf drüber nachdenken, wo sind meine Prioritäten, was möchte ich erreichen und ist das, was ich jetzt gerade mache, wirklich sinnvoll für meine späteren Ziele? Wie gesagt, verliert nicht den Fokus mit dem Spaß am Leben, weil viele extreme Prioritäten haben, wie gesagt, extreme Nachteile. Und das sollte einfach nur noch so, mal so ein Reminder werden, dass man einfach mal drüber nachdenkt, was ist mir wichtig, was möchte ich erreichen und was muss ich dafür tun. Das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch ein bisschen Denkanstöße gegeben hat, würde es mich in den Kommentaren sehr freuen, was ihr dazu sagen könnt, beziehungsweise was für Prioritäten ihr habt, ob ihr da nochmal drüber nachgedacht habt, welche Prioritäten vielleicht euch wichtig sind. Und wo ihr sagt, ey, da könnte ich echt ein bisschen Zeit sparen und die lieber da rein investieren. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.